Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17. Ja, so ist es und nicht anders. In der Tabelle sieht's wie folgt aus. Wir sind noch 6 Punkte zurück. Wir sind auf dem besten Weg aufzuholen. Müssen mal schauen. Ein paar Tage sind seit dem letzten Spiel vergangen. Ein paar Tage ist untertrieben. Es sind schon, ja, es ist eine Woche. Ja, wir schauen mal. Ich will meine Rechnung bezahlen. Eigentlich habe ich sowas vorher noch nicht gemacht, also müsste mir irgendjemand behilflich sein. Kreditkarte? Ja, habe ich. Ist meine allererste. Jim! Sie hätte ich hier nicht erwartet. Nein, also Catherine muss arbeiten und Alex ist minderjährig. Daher braucht er einen Vormund, wenn er seine Verträge aushandelt, oder haben Sie das vergessen? Jim, ich will nicht, dass er hier etwas unterschreibt, sondern ihm was zeigen. Also, ich würde niemals etwas tun, das... Nachher nochmal an, okay? Ja. Okay, ja, danke. Ah, Handy Provider. Reden wir. Sieh mich nicht so an. Das sind gute Neuigkeiten. Wolltest du schon mal 10 Meter groß sein, Alex? Was? Ich spreche hier von Plakaten. Adidas-Plakaten, genauer gesagt. Quatsch. Im Ernst. Adidas will dich für seine neue UK-Marketing-Kampagne. Die nehmen nur eine Handvoll Spieler aus der Premier League und du gehörst dazu. Du hast ihn geschafft, Alex. Den nächsten Schritt. Solltest du interessiert sein, nimmst du bloß an einem Fotoshooting teil. Ist nur ein Tag Arbeit. Fotoshooting geht klar. Oder Großvater? Ich weiß nicht. Zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Sie sagen, es ist nur ein Tag Arbeit? Mehr nicht? Vermutlich weniger, schätze ich. Sind nur ein paar Stunden. Die sind wirklich gut. Die wollen die Zeit der Talente nicht verschwenden. Warum nicht? Schadet nicht. Das ist ein netter kleiner Deal, Jim. Aber es kommen noch andere. Es geht dabei nicht ums Geld. Es geht darum, was genau deine Fans über dich denken sollen. Über deine Karriere. Darüber, wer Alex Hunter ist. Lass dir Zeit damit, Alex. Lies es dir durch. Red mit deiner Familie und denk dabei vor allem längerfristig. Hm? Du entscheidest. Du bist ein Star, der gerade gemacht wird. Achte darauf, dass du der Star wirst, der du sein willst. Ja. Weise Worte. Ja, weise Worte. Und, ja, ich würde mal sagen, wir gehen zu Dribbeltraining. Ja, wunderbar, Training, meine Lieblingsdisziplin überhaupt in diesem Spiel. Ja, Startelf, sind wir drin. Wie wär's heute mit einer Runde Intensivtraining? Ja, sind wir dabei, Kollege. Ich denke, heute arbeiten wir an unserem Dribbling, wenn's okay ist. Wenn's okay ist. Die Kontrolle sehen, Tempo und Präzision. Ja, das sollten wir hinkriegen. 3, 2, und das ist der Sprinter auch schon. Ah, wir haben einen kleinen Vorsprung. Müssen gucken. Ja, hier super rum. Ja, da einen kleinen Fehler gehabt, leider. Oh. Ja, läuft nicht so 100% so gut. Aua. Das tat doch weh. Immerhin, gut gemacht. Ja, wir gucken mal. Es wird eine B. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Ein bisschen besser können wir das schon. So, hier müssen wir richtig Attacke geben. Ist auch gemein. Hier sieht man nichts. Ja, exzellent. Sehr schön. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Nicht ganz fehlerfrei, aber es ist okay. Fortfahren. Ja, so werden wir das Training los. Ach du heiliger Bimbam. Überquere mit deiner Dribbelfähigkeit den gesamten Platz. Überwinde die Verteidiger mit Schluss finden. Spezialbewegung oder schnellen Drehungen. Okay.
A, B sind Schuss finden. A plus B ist Schuss finden. Jetzt müssen wir mal gucken. B und A vielmehr. B und dann A. Und der richtige Stick wäre in Spezialbewegung. Oh mein Gott, das wird schief gehen, Leute. Mist. Ja, das ist gut gelaufen. Mist. Junge. Alter, der ist aber auch gut. Nein. Krass. Ja, das ist echt krass. Ja. Mist. Alter Falter, das war ja mal mega schlecht. Also sorry, aber... Nein! Mist, warum krieg ich das nicht hin? Ach, das gibt's doch gar nicht. Warum darf ich nicht weiterspielen? Warum schießt du nicht dahin, Junge? Jetzt komm doch mal klar auf dein Leben. Alter. Letzter Versuch. Ja, also einen versuchen wir noch. Alter Falter, das ist richtig schwer. Jetzt sagen die Profis natürlich, wow, das ist langweilig. Aber, sorry, für mich ist das richtig herausfordernd. Okay, wir wissen, das Tor ist es. Mist. Ey, das gibt's ja nicht. Hey, was soll denn das? Mann, oh Mann, nervt das. Also dieses Training ist ja richtig beschissen. Alter, Junge, grätsch ihn um. Was soll das, Junge? Jetzt komm doch mal klar. Ja. Ja, komm, nimm ihn. Ist mir eigentlich auch egal. Ja, wir versuchen es halt nochmal. Es wird nichts bringen. Es ist ein echt beschissenes Training. So, jetzt sollten wir mal gucken. Mann, ey, egal was man versucht. Aua. Nein! Boah, was für ein dämliches Training. Aber gut, mit B können wir leben. Ich hasse Training. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, da könnten wir ja fast über die DFB-Debatte Özil und dergleichen reden, um die Zeit zu verschönern. Aber wir wollen hier nicht ganz so politisch werden in diesem Spiel. Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Auf Platz 4 sind wir, haben aber auch ein Spiel Rückstand und Manchester hat nur unentschieden gespielt. Manchester hat unentschieden gespielt. Wir können bis auf 4 Punkte rankommen. Ja, das ist doch ein Traum. Der soll wahr werden gegen Tabellenletzten. Da sollten wir doch wirklich Chancen haben. Ein gelb vorbelasteten gibt es. Das sollten wir hinkriegen und könnten mit einem Sieg Tabellenzweiter werden und Arsenal und Man City überholen.
Herzlich willkommen zur heutigen Partie an der Anfield Road. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Burnley. Wieder mal hat er es ins Team der Woche geschafft, Alexander. Zum vierten Mal mittlerweile. Was spielt der eigentlich für eine Saison? Das ist natürlich absolut verdient. Anfield ist wohl für viele, mich eingeschlossen, Buschi, der Inbegriff von Fußballtradition in England. Wer hier einmal den FC Liverpool erlebt hat, vergisst es nie wieder. Kann ich mir gut vorstellen, Wolf. Hoffen wir mal, dass diese besondere Magie erhalten bleibt, wenn in den nächsten Jahren der Umbau vollzogen ist. Wie in so vielen Arenen geht es um Modernisierung, um mehr Plätze, denn davon wird es dann 60.000 geben. Liverpool, Anfield Road und mittendrin ein Deutscher, Buschi. Ja, was ist das hier für eine Aufbruchsstimmung, seitdem Jürgen Klopp das Team übernommen hat? Und natürlich kann der Mann auch keine Wunder vollbringen, aber wir halten fest, Kloppo und die Reds, das passt. Enjoy the game. Ist heute der Schiedsrichter bei diesem Spiel. Und damit hallo und herzlich willkommen nochmal zum Spiel zwischen FC Liverpool und ich weiß gar nicht, wie man spricht. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich versuch's gar nicht erst. Es heißt jetzt wirklich hier ein bisschen achtsam sein. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Er lässt sich da nicht aufhalten. Ja, sehr schön. Vom Ball. Sehr schön, jetzt kontern. Nun Coutinho. So, jetzt vor. Jetzt die Möglichkeit. Hunter. Ach, da hätte mehr passieren müssen. Hunter, sehr enttäuschend. Eine Mega-Chance. Das Spiel sollte machbar sein. Definitiv soll... jetzt kontern sie. Definitiv machbar sein. Der Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Der Ball ist leicht. Und warum sollte es machbar sein? Weil wir hier gegen den Tabellen 20. spielen. Wenn wir gegen den 20. keine Chance haben, gegen wem dann sonst? Das war nicht schlecht, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Ah, da hat er uns ausgespielt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah! Stark vom Abwehr. Da zieht er ab. Oh. Klasse aufgepasst vom Torwart. Jetzt wird es Ecke geben. Ja, sah ungefährlich aus. Hätte ganz schnell mit 1:0 enden können. Für die Gäste. Also es scheint doch nicht ganz so einfach zu sein, wie wir uns das erhofft haben. So, wir gucken mal. Nein. Jetzt haben sie den Ball verloren. Hunter. Hunter selber macht's. Gefährliche Flanke. Ein guter Kopf. Nein. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Okay, das ist ein Weckruf. Definitiv. Konzentration. Minuten gespielt. Und den spielt er gleich wieder zurück. So, jetzt schön versuchen. Defensiv machen sie es gut. Es läuft nicht bei Hunter. Jetzt liegt es vor allem an den Krieg. Macht er ihn! Ja, das war doch mal ein guter Versuch.
Eine wichtige Situation jetzt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, es war nicht so unwichtig, auch wenn der jetzt nicht reinging, aber sich mal zu zeigen. Sich mal zu zeigen, sehr wichtig. Ecke. Oh, haben wir nicht gekriegt. Geklärt. Oh, weia. Er gibt Freistoß. Stürmerfaul. Ah, da hätten wir auch einen schnellen Freistoß haben können. Lassen jetzt mal hier ein bisschen überspringen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Martin. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive überraschen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Mann, Hunter, Hunter, Hunter. Ja, sehr gut. Geht hier in Konter. Wird das eine Torchance? Ein richtiger Konter ist das nicht. Es gibt hier Einwurf. Nun Lukas Leiva. Er macht das Spiel schnell. Hunter. Er findet den Mitspieler. Da kommt der Schuss. Ah. Vom Torwart. Zweite gute Chance von Hunter. Schön flach, aber Torwart kommt ran. Ecke. Für Liverpool. Auf ein neues die Ecke. Übrigens, bei der WM wurden viele kurze Ecken gemacht und die haben mich immer gestört. Die mag ich überhaupt nicht. Wir machen hier natürlich klassische Ecken. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Aua. Wird's jetzt gefährlich. Ein gelungener Pass. Prellball. Und Nachschuss. Da geht er weit am Tor vorbei. Ah, Hunter. Ja, wir wollen zu viel. Wir wollen zu viel mit Hunter. Der Prellball war so ein bisschen schuld. Abstoß. Ja, selbst Kloppo regt es langsam auf. Kriegt schon einen grauen Bart. Heieiei, 37 Minuten spielt 0:0. Das sieht nicht golden aus, das muss man sagen. Das könnte gefährlich werden. Gut aufgepasst vom Schulter. Den Ball hat er. Gut gedacht. Der Torwart mit schlecht dem Fehler. Gemacht. Coutinho! Oh. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. 6,5 ist natürlich mega schlecht noch, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Defour. Souverän, er hat den Ball. So, jetzt wird da. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Jetzt wird es nochmal gefährlich. 3 Minuten Lukas. Minimum Nachspielzeit. Klein. Da gewinnt er den Zweikampf. Das könnte die Chance werden. Ja, am Ende sind wir immer in Druck. Jedes Mal ist das so. Jungs! Chance zur Führung. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Ende. Mann, oh keine Mann. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Ich finde, beide Mannschaften nehmen sich gar nichts im ersten Durchgang. Und das ist traurig. War wirklich ausgeglichen. Ich habe gerade noch mal in die Statistiken geschaut. Kein Vorteil irgendwo für eins der beiden.